Wir sind heute zu Besuch beim an ALS erkrankten Janosch Hübschmann. Mein Name ist Janosch Hübschmann. Ich bin 50 Jahre alt. Seit 2006 bin ich von der bislang unheilbaren Nervenerkrankung ALS betroffen. Inzwischen bin ich fast komplett gelähmt. Seit 2011 kann ich nicht mehr ausreichend schlucken und atmen. Ich habe seitdem eine Magensonde und werde künstlich beatmet. Für Außenstehende wirken diese Maßnahmen oft befremdlich. Ich bin jedoch sehr dankbar dafür, sonst wäre ich schon seit 4 Jahren nicht mehr am Leben. Trotz seiner unheilbaren Krankheit ließ Janosch sich nicht entmutigen und schrieb ein Buch mit dem Namen Liebe. Unsere beiden Jungs sind meine große Motivation. Es bereitet mir Freude, sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Janosch Junior kann sich noch daran erinnern, als ich gesund war. Als Patrick zur Welt kam, da hatte ich die ersten Symptome im rechten Bein. Die Autofahrer zu beschimpfen, doch allen ist es Vorsicht halten. Gut. Heute lernen wir die dritte Strophe. Meine Frau Anja und ich haben uns unsere Zukunft sicher anders vorgestellt, als wir 2005 heirateten. Ich leitete 2 Apotheken und ein Präventionszentrum, die ich alle 2009 aufgeben musste. Also ganz klar, für den Janosch, für mich, auch für die Kinder ist das, die Erkrankung eine riesen Herausforderung. Wir haben alle nicht gewusst, was auf uns zukommt. Vielleicht war das auch ganz gut so, weil dann hat man nicht dieses Horrorbild. Wir haben uns Stück für Stück darauf eingestellt, haben zusammen das Haus geplant, dass das behindertengerecht ist, dass wir mit allen Unwägbarkeiten zurechtkommen. Kämpfe durchgestanden, mit der Krankenkasse zum Beispiel. Und ja, dank seinem, wie soll ich sagen, Lebensmut und seiner Energie und seinem Frohsinn fällt uns das als Familie leicht, in Anführungszeichen leicht damit umzugehen. Also es war und ist immer noch schlimm, weil wenn man da bedenkt, andere Familien haben einen Vater, mit dem sie Sachen unternehmen können und mit dem sie rausgehen können. Und das haben wir ja nicht. Er hätte uns bestimmt in vielen Sachen geholfen. Er wäre mit uns schwimmen gegangen in der Schule. Eher bei mir auch. Ich war ja vor allem ja nicht so der Hit im Schwimmen. Und ja, mein Vater war ja sehr gut im Schwimmen. Und da hätte er mir bestimmt helfen können. Und wenn man aber bedenkt, wenn der Papa jetzt nicht erkrankt wäre, dann wäre vielleicht auch nicht das Buch entstanden und die ganzen tollen Sachen, die jetzt eigentlich da sind. Wenn ich mal Fragen an ihn habe, dann antwortet er mir meistens. Und wir schauen auch manchmal an seinem Computer lustige Videos. Familie Hübschmann hat einen Alltag wie jede andere Familie auch. Für Janoschs ältesten Sohn war es oft nicht leicht, mit der Krankheit umzugehen. Und er ist auch sogar schon mal zu einem Leichtathletik-Wettkampf von uns hingekommen und hat zugeguckt. Aber leider kann er zu anderen, zum Beispiel bei mir, mich hat er noch nie Fußball spielen gesehen, nur so im Garten, und das hat auch ein bisschen blöd. Sein enges Verhältnis zu seinem Papa verändert sich hingegen gar nicht. Es waren natürlich eine Reihe von Veränderungen. Offensichtlich wurde es für uns, dass er in einer Extremität mit dem rechten Bein Probleme hatte. Das heißt, es fängt dann an, dass man nicht mehr so gut laufen kann, dass man Krücken braucht. Irgendwann war ein Rollator notwendig und irgendwann ging es letztendlich vom Rollator auch in den Rollstuhl.
ALS zu haben heißt, eine ganze Reihe von Abschieden nehmen müssen. Und von daher zoll ich ihm auch großen Respekt. Also das heißt, Abschied nehmen müssen. Ich erinnere mich noch gut dran, vom letzten Mal schwimmen, vom letzten Mal laufen gehen, das letzte Mal Auto fahren. Dann war irgendwann die Entscheidung, wir brauchen einen Treppenlift, wenn er weiterhin mal baden möchte. Nochmal. Nachdem die Jungs sich verabschiedet haben, geht es weiter mit der morgendlichen Routine des Patienten. Zum Kommunizieren verwendet Janosch ausschließlich seine Augen. Durch Zwinkern verständigt er sich. Gesicht. Gut, also kann man Gesicht waschen. Das machen wir auf alle Fälle. Seit Janosch künstlich beatmet wird, steht ihm eine 24-Stunden-Pflege zu. 20 Stunden täglich betreut ihn ein ambulanter Pflegedienst. Die restlichen 4 Stunden übernimmt Anja, damit sie nicht draufzahlen müssen. Die Vollzeitpflege ist sehr kostspielig, etwa 250.000 Euro pro Jahr. Ohne Krankenkasse wäre das nicht finanzierbar. Bei Janosch arbeiten je 3 Pfleger und 3 Pflegerinnen im Wechsel, 9 bzw. 11 Stunden. Fast alle kommen aus dem Ausland, haben sich aber dafür entschieden, hier zu bleiben. In Deutschland fehlen zurzeit etwa 100.000 Pflegekräfte. So kommen zahlreiche Leute aus aller Welt ins Land, um diese bei den Deutschen ungeliebten Jobs zu übernehmen. An den Tag genau kann ich mich nicht erinnern. Die Diagnose ist ja jetzt auch schon, liegt 8 Jahre zurück. Es war im Frühjahr 2007. Und die Diagnose selbst war zwar einerseits schlimm, aber nicht so dramatisch. Es gab schlimmere Situationen. Ganz einfach deshalb, weil wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Weder der Janosch, der Apotheker ist und eigentlich im medizinischen Bereich sich ein bisschen auskennt, noch ich wussten in irgendeiner Weise, was das heißt, ALS zu haben. Er hat erst im Computer nachschauen müssen. Ich hatte noch nie einen Patienten erlebt, der diese Erkrankung hat, geschweige denn gewusst, was es bedeutet, was das für Veränderungen mit sich bringt. Von daher war das in dem Moment noch nicht so schlimm. Für mich war die Krebsdiagnose von meiner Mama schlimmer, weil jeder eine Vorstellung hat, was Krebs bedeutet, was ALS heißt, hat, glaube ich, keiner großartig eine Ahnung davon. Ohne augengesteuerten Computer ist diese Krankheit wohl ein unerträgliches Los. Da aufgrund der gelähmten Zunge auch das Sprechen irgendwann nicht mehr geht, wäre man bei vollem Bewusstsein im eigenen Körper eingestarrt. Mal geht es besser, mal schlechter. Den Spaß allerdings vergisst Janosch nie. Erstmal hallo. Mein Spielzeug hat rund 20.000 Euro gekostet und ist schon das zweite. Ich kann damit quatschen und all das machen, was mit einem normalen Computer geht. Ich bin viel im Internet, habe eine eigene Homepage, lerne mit den Kindern, habe ein Buch geschrieben und vieles mehr. Es soll Menschen motivieren, liebevoller zu leben. Das Ganze schrieb er nur durch Augenzwinkern. Christina, bitte absaugen und inhalieren. Mit Kochsalzlösung. Ohne Werbung mal. Wenn du nicht bald kommst,
Dann frisst dich die Katze. Passt alles? Gut. Ist meine Wasserpfeife. Anja, bitte sammeln. Ja, ja. Elektroschock. Ja, ja. Genau, wenn er nicht lieb ist, dann kriegt er ein paar Elektroschocks. Das machen wir jetzt gerade mit ihm. Gestern Abend war nicht lieb, das kriegt er einen Kopf. Ich möchte keinen Milchkaffee. Danke schön, mein Schatz. Schütteböen. Süß, ne? Da Janosch jahrelang als Ernährungsexperte tätig war, legt er viel Wert darauf, auch frische Nahrung zu sich zu nehmen. So hat er sich seinen eigenen Smoothie und einen frisch gepressten Saft kreiert, den er täglich zu sich nimmt. Die leckeren Äpfel kommen auch noch dazu. Man ist der besternährteste Mensch in dieser Familie. Die Küchenmaschine erspart den beiden einiges an Arbeit. Janosch weiß, wie man sich am besten ernährt. Prost! Seine Physiotherapeutin kommt jeden Mittwoch zu ihm. Die beiden kommunizieren ausschließlich durch Blicke und es funktioniert. Die Physiotherapeutin war von Beginn an mit dabei. Sie kennt Janosch noch, als er gesund war und ein ehrgeiziger Sportler. An ihrem Hochzeitstag hat Janosch Anja zum Essen ausgeführt. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Die beiden verstehen sich auch ohne Computer. Sein Lieblingsplatz ist hier. Und je nachdem, wo die Sonne steht, entweder so oder die. Dann muss man halt dazu sagen, der Janosch ist jemand, der nicht aufgibt im Leben. Also so kannte ich ihn schon immer. Hab da für mich unheimlich viel rausgezogen. Und wenn er nicht aufgibt, gebe ich auch nicht auf. Aufgeben ist bei den Hübschmanns nicht drin. Love.